Herr Pieper, heute hat die Europäische Kommission das erste Mal quasi vorgestellt, wie sie sich ihren Green Deal vorstellt. Das explizite Beispiel ist hierbei der Just Transition Fonds. Die EVP-Fraktion verpflichtet sich auch zu dem Klimaziel der Kommission. Allerdings ist die große Frage, wie? Und sicherlich gibt es aus Ihrer Partei an einigen Punkten Kritik. Zumindest hört man das jetzt schon heraus. Naja, was heißt, wir verpflichten uns auch. Wir sind schon eigentlich immer mit Frau von der Leyen der Meinung gewesen, dass wir in Sachen Klimaschutz sehr ambitioniert vorgehen müssen. Und wir sind uns, glaube ich, auch gar nicht so sehr uneinig bei den Zielsetzungen. Wir wollen auch um die 50% CO2 bis 2030. Der Weg dahin ist entscheidend. Und da sind wir jetzt ein bisschen überrascht, dass die Grünen, die Linken, die Liberalen hier sagen, wir wollen das nicht mit dem Emissionshandel, mit marktwirtschaftlichen Systemen machen, sondern wir wollen das eher über Verbote regeln, also über Sanierungsquoten für private Häuser oder über Verbot von Verbrennungsmotoren. Also unser Weg ist ein marktwirtschaftlicher Ansatz, wo wir über den Emissionshandel gehen. Und das steht dann dem Ordnungsrecht entgegen. Die Grünen weisen immer wieder darauf hin, dass genauso wie alle anderen Fraktionen vielleicht auch, dass man Gelder auch in die Hand nehmen muss. In den nächsten Jahren sind bis zu einer Billion Euro für den Ausstieg beispielsweise aus der Kohle, aber auch für das Stemmen des Klimawandels zur Verfügung. Gleichzeitig wird es zu einer Umschichtung kommen, beispielsweise aus den Kohäsionsfonds. Das wollen beispielsweise Polen, aber auch andere Partner Osteuropas nicht. Wie viel muss man da auch noch an dicken Brettern bohren? Das ist klar, dass die Polen das nicht wollen, wenn Europa jetzt sagt, ihr dürft nicht mehr in die und die Infrastrukturen investieren, ihr müsst da mehr in eure Kohlekraftwerke machen, dass die eben abgebaut werden können, dass wir da andere Industrien ansiedeln. Völlig klar, dass Polen sich da letztlich auch ein Stück weit bevormundet fühlt. Da muss man Kompromisse finden. Ich denke, wenn wir schon Geld in die Hand nehmen, müssen wir auch entscheiden dürfen, wofür das Geld ist. Auf der anderen Seite, wenn es um die Umwidmung bestehender Programme geht, also zum Beispiel Sozialprogramme, inwieweit ist es dann tatsächlich gerechtfertigt, Gelder da rauszunehmen, also den armen Leuten wegzunehmen und in Richtung Klimaschutzmaßnahmen dann in Regionen zu investieren? Also das ist ein Balanceakt, den man gerade mit Blick auf Klimaschutz und soziale Erfordernisse dann noch hinkriegen muss. Und der ja gerade auch erst begonnen hat. Ich sage herzlichen Dank, Herr Pieper, für das Interview.